Hiermit herzlich willkommen zurück zu Until Dawn und weiter geht's. Ashley ist verknallt in Chris. Die sind also ineinander verknallt und sagen es sich nicht. Sie ist fleißig, neugierig, offen und so typisch Vibe. Sagt etwas, meint es aber nicht so. Und ich mag sie wirklich, aber sie ist wirklich so ein bisschen arschlochhaft. Das werden wir im bösen Ending noch sehen. Sie sagt etwas, man tut es und man wird mit dem Tod bestraft. Da können wir uns was beobachten. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Na, mindestens küssen sie sich nicht. Ich hab's bei meinem ersten Durchlauf Mike ansehen lassen. Ah! Oh Gott! Hey, wow. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Wir werden ihn jetzt täuschen und sagen nein. Das darf er nicht sehen. Wir wollen ja gute Bindungen zu Emily. Irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Nein! Oh nein! Das war aus Versehen! Das wollte ich nicht! Ich habe mich verklickt! Aber davon geht die Welt nicht unter, denn das Ereignis, was ich sehen muss, ist eher, glaube ich, ein Schmetterlingseffekt. Also wird alles gut. Klar. Damit meine ich einen anderen Schmetterlingseffekt. Fuck. Okay. Verdammte. Wurde wieder aktualisiert. Ja, super. Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Meinst du, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei Emily? Also, Sam, eine Schlampe. Ehrlich, ich weiß nicht. Verdammt! Oh Mann. Status-Update, gucken. Aber wir sind jetzt Jesse. Toll. Das ist die zweite Szene von drei, wo wir Jesse spielen. Und alle drei sind übrigens sehr kurz. Hier kommt die Entscheidung, die das ganze Spiel beeinflusst. Handy oder Buch. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Es wird nichts ändern, der Schneeball geht immer daneben. Und ich trinke jetzt einen Schluck. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ach du Scheiße. Komm, wir werfen Mike ab. Ich finde übrigens echt scheiße, ein bisschen naiv von den beiden, von ihr. Mir tut die voll leid, der war eben noch mit Jesse zugange und mit Em zugange. Und jetzt ist er bei ihr. Aber deswegen habe ich ihr noch alle Bälle in die Fresse geworfen, ey. Klasse. Oh, hey! Nee, der trifft mich nicht. Ein Vögelchen! Hallo! Komm schon! Schöne Musik im Hintergrund. Boom, Schakalaka, boom, Schakalaka, boom, boom, boom. Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Du kannst dich verstecken, Michael. Die werden all
deine Tricks. Um es mal direkt zu sagen, kann ich ja auch hier. Wenn ihr den Vogel abschießt, verändert das überhaupt gar nichts. Man sieht nur eine kleine Szene mehr, aber es passiert nichts Schlimmes. Und ihr habt gerade gesehen, der Vogel ist hingeflogen und weggeflogen. Ich werde immer hier schön darauf hinweisen. Führung. Er fliegt weg und man sieht im Hintergrund Mike, wie er vom Baum wieder aufsteht. Das ist diese Szene hier. Führung erfüllt. Aber es macht keinen Unterschied. Oder? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass... Es reicht. Ich meine aber nicht. Jetzt bist du dran. Es gibt da nämlich gleich so eine kleine Szene, da kann ein Eiszapfen auf die beiden fallen. Die werden daran aber... Ich sag dazu nichts, aber ich weiß nicht, ob diese Szene auch kommt, wenn man den Vogel nicht abschießt. Aber das werde ich im Bad Ending sehen. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeballqueen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Nichts tun, tut den Eiszapfen über uns holen. Wir werden ihn küssen. Wir können ihn auch einen Schneeball hinwerfen, das wird aber nichts ändern, außer unseren Status ein bisschen. Ich glaube, dann geht romantisch runter. Wow, gib dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Sie sind den Eiszapfen entkommen. Status-Update. Jessica ist weniger ehrlich, weniger hilfsbereit, weniger witzig, mehr tapfer und mehr romantisch. Aber warum war sie nicht ehrlich? Meint sie es nicht ernst mit Mike? Eigentlich schon. Ich verstehe es nicht genau. Hätte sie auch mal abgeworfen werden sollen, um den Spaß zu erhöhen. Ach, da ist schon wieder unser Dr. Hill. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Okay. Ich hoffe, du warst in der Gesellschaft von guten Freunden seit der letzten Sitzung. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Ich beantworte da die Fragen jetzt einfach mal ehrlich, wie ich es tun möchte. Männer machen mich nervös. Wäre bei mir wirklich so. Mich machen Männer eher nervös als Frauen. Lernt ihr mich auch mal ein bisschen besser kennen als Person. Flugzeuge machen mir Angst. Ich bin noch nie geflogen, aber ich hätte, glaube ich, schon ein bisschen Angst vor. Aber ich habe echt so ein bisschen Platzangst, deswegen ist es bei mir Gedränge. Ich bin schon mal zweimal fast ertrunken. Ich habe eher Angst vor Ertrinken. Ich kann mir das auch in Spielen nicht ansehen, wenn Leute ertrinken. Deswegen, ich fürchte mich vor Höhen. Naja, ich bin nicht schwindelfrei. Aber ich habe richtige Angst vor Ertrinken. Und auch Schwimmen tue ich auch nicht so gern. Ratten oder Schlangen? Kommt drauf an. So eine normale Ratte würde mir jetzt keine Angst machen. Da würde ich zwar kreischen und mich ekeln. Ich hatte schon mal Ratten selber zu Hause als Haustiere, zwei Stück. Das waren Yuna und Peter. Yuna aus Final Fantasy X und Peter. Peter Parker aus Spider-Man. Die haben sogar ein Kind bekommen. Aber ich würde da eher auf die Schlange tippen, wenn ich so eine Schlange wieder auf dem Bild sehen würde. So, ich muss da mal ganz ehrlich sagen, das Messer macht mir mehr Angst als die Waffe.
Kakerlaken finde ich nur ekelhaft. Vogelscheuchen oder Clowns? Ich weiß, dass Clowns eigentlich nicht gruselig und eigentlich lustig sein sollten. Ich habe noch nie wirklich einen Clown in Real Life gesehen. Vogelscheuchen, auch nicht wirklich. Aber ich nehme jetzt mal einfach den Clownen. Kennt ihr den Film S? Den habe ich schon mit 9 gesehen. Das war nicht so schön. Das war ein komisches Erlebnis, einen Film wie S mit 9 zu sehen. Der Film ist gar nicht gruselig eigentlich. Und total dämlich. Hörbuch ist besser. Oder das Buch. Aber es ist nicht gruselig. Aber als kleines Kind schon. Blut oder Krähen? Ich finde Krähen voll geil. Gib mal ein Subway to Sally Krähenkönig. Subway to Sally, einer der geilsten Bands. Aber ich finde Krähen in Videospielen beängstigend, denn sie bedeuten Unglück. Hab ich dich erschreckt? Diesmal nicht. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Spinnen finde ich wiederum auch nur ekelhaft. Ich finde beides schlimm, jetzt mal ganz ehrlich. Aber ich glaube, so eine Spinne fände ich schon noch schlimmer. Hier gebe ich euch jetzt einen Tipp. Wenn ihr später in dem Game, auch eine Spritze sehen wollt, mit der Sam beinahe attackiert wird, als mit einer Gasflasche, weht immer die Spritzen aus, denn das habe ich auch getan. Was eigentlich richtig dämlich ist, dass ich sage, ich habe Angst vor Spritzen, aber es ist irgendwie so, die mal beunruhigen mich. Obwohl ich Blutspender bin und da hat man eine dicke, fette Nadel in seinem Arm und muss Leute das Blut reinpumpen und... Zombies sind lustig. Tut mir leid. Zombies sind lustig. Wölfe sind süß, außerdem sind das Rudeltiere und die tun eigentlich nichts. Stürme machen mir Angst. Ich mag Gewitter. Immer weiter auf Spritze gehen, ja? Das ist sehr interessant. Danke. Bitte. Dafür, dass du so gründlich warst. Ja, bitte. Spinnen, Clowns und Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Voll schlimm, ich habe das Spiel um Freitagnacht ja gespielt, ey. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Super. Ich habe das Spiel ja Freitagnacht gespielt und irgendwie war die Zeit im Game immer die gleiche Zeit wie bei mir zu Hause. Das war echt gruselig. Ihr hättet echt meinen Livestream sehen müssen auf Twitch. Der war echt krass, glaubt's mir. Leider wurde es nicht gespeichert. Sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Schwester. Nein! Shit! Ah! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Wisst ihr, was mich interessiert? Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Woher kennen die sich eigentlich alle? Chris und Josh sind beste Freunde. Okay, das haben wir gescheckt, aber die anderen so untereinander... Die kommt mir der Berg höher vor. Auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth.
kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Ich muss es mal ehrlich sagen, für die lieben Kenner dieses Spiels, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, dass Josh tut perfekt meinem Charakter entsprechen. Von seiner Art, wie er redet und was er tut, auch in diesem Kapitel gleich mit Chris, ist dem überhaupt nicht so. Viel zu mannhaft. Aber dieses kompliziert, nachdenklich und liebevoll, das finde ich, passt zu mir. Komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasken. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal 1 Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Überall kein Empfang. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja, na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Dass Matt so scheiße drauf ist, liegt an uns. Ich wollte nicht, dass er durchs Teleskop guckt. Das wäre echt aus Versehen. Da passiert aber auch nichts anderes, dann ist er halt besser drauf. Boah, lass mich Ende reden, Chris, Mensch. Dann ist er halt besser drauf. Und guckt nicht lauter so böse und in der Szene beim Teleskop sagt er, okay, und das war's. Ich hoffe, es hat keine so großen Auswirkungen. Die Party oder was? Ich werde dann in meinem richtigen Let's Play muss er leider, also mein Negativ-Let's Play muss er da aber wieder reingucken, weil wir können dann einen ganzen Schmetterlingseffekt auslassen, aber in diesem Teil werden wir den Schmetterlingseffekt nicht auslassen. Ja, Mann. Tratschen. Sorgen, ist alles okay? Nein, dann wird er ein bisschen... Seht ihr im anderen Let's Play, wir werden tratschen. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll, so wie immer. Verdammt, das blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. So zuversichtlich. Und? Wie läuft's bei dir? Gut, nur etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Ach ja. Ein Totem. Ich meine, wir sehen da eine Bärenfalle. Ist es so? Ich will euch sagen, in meinem Blind Let's Play habe ich diese Bärenfalle nie gesehen. Ich habe sie nie zu Augen bekommen. Dem ist wirklich so. Ich habe sie nie gesehen. Darauf gehe ich nochmal genauer ein, wenn es soweit ist. Matt! Lang ist's her. Harte Saison, hä? Ja, kann man so sagen. Der ist leider jetzt ziemlich scheiße drauf, weil ich aus Versehen Scheiße gebaut habe. Also du und Am könnten mir jetzt sagen, aber egal was er sagt, er wird sauer auf Am sein. Er sagt hey, irgendein dummes Mama? Kommentar. Manche Menschen sind so. Okay. Status-Updates! Jetzt mag er Matt bestimmt weniger, wa? Ach doch, mehr. Okay, weil er nach der Meinung gefragt hat. Alle anderen Sachen sind jetzt ein bisschen gesunken. Okay, wir haben das Totem angeguckt. Da oben, unten steht Sam. Mit der reden wir jetzt auch mal ein bisschen. Und? Hast du Ash schon gesehen? Ja. Cool. Und, wie geht's dir denn? Ganz gut. Wieso? Einfach so. Ja, die wird wohl auch gern, dass die beiden endlich zusammenkommen. Dum. Lass uns mal weitergehen, denn irgendwie sind Mike, Jesse und Am noch nicht hier. Da oben ist auch niemand, das kann ich euch im Voraus sagen. Jetzt können wir hier nochmal mit Josh reden.
verdammt heiß aus, oder? Ach. Die schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Ja, absolut. Oh wei, wie seid ihr denn drauf? Ich mache jetzt das gleiche wie bei meinem ersten Durchlauf. Ich möchte über sowas nicht reden, denn das hat wenig mit Liebe zu tun, direkt nur über das eine nachzudenken. Ist auch so. Hey, lass den Scheiß mal. Ja, ich meine, wenn du sie nicht flachlegst, bestimmt ist Mike dran interessiert. War, lässt du das vielleicht mal sein? Ruhig. Ich will doch nur sehen, ob bei dir da unten noch Leben herrscht. Ja. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Ich widerspreche. Wie beim ersten Mal. Ich weiß nicht, Mann. Was heißt, ich weiß nicht? Aber was, wenn's nicht funkt? Sie will dann... Wir können keine Freunde mehr sein, wenn ich sowas versuche. Hast du mir nicht zugehört? Reiß dich am Riemen, Bro. Sei ein Mann. Status-Update und glaubt mir. Ehrlich. Ist eine ehrliche Meinung. Glaubt mir, hätten wir ihnen zugestimmt, dann wäre das alles ziemlich schön gesunken. Wäre negativer ausgegangen. Ich finde sowieso, Josh ist so ein bisschen manipulativ. Genau, manipulativ. Och, halt's Maul. Ein Beweis. Angucken. Katsching, erlingelingeling. Wo haben wir diesen Beweis? Bei welchen ist er dabei? Ich bin gerade am gucken. Wenn ich jetzt gerade nicht finde, ist dem halt so. Ist ja auch nicht so mega wichtig. Ich meine, das wäre bei der Beweise vom Unbekannten. Da! Eine an der Wand befestigte Halterung in der Axt stecken sollte. Die Axt fehlt jedoch. Andere Sachen kommen noch. Muss halt jetzt immer so ein bisschen suchen. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Yay. Los, Männer. Schieben. Ach, was ich noch übrigens erwähnen wollte. Falls euch Josh bekannt vorkommen sollte. Der Schauspieler von Josh hatte nachts im Museum mitgespielt und war da der Pharao. Und Sam ist die Frau von Wladimir Klitschko. Über die anderen Schauspieler weiß ich leider nichts. Tut mir leid. Außer, dass Beth und Hannah von der gleichen Schauspielerin gespielt werden. Ja, das Fenster ist einfach auf. Super. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Autsch. War ich das? Ich glaube nicht. Hier, nimm das. Ein Feuerzeug. Wow, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst das hin. Ich... Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Auf die eine Art denke ich ja, okay, dann ist er jetzt was erledigen. Fand ich trotzdem mysteriös. Doch auf der anderen Art, naja, er hat das alles organisiert. Natürlich muss er viel erledigen. Und wegen dem Totem hier,
war ich über eine Stunde in dem Haus mit Chris. Mindestens eine halbe. Da dieses nette Let's Play in dem Sinne als Komplettlösung dient, lasst euch von diesem Totem nicht verunsichern. Ihr müsst das Deo holen und ihr macht so das Schloss auf. Ihr tut nicht, wie ich denke, gleich das ganze Haus abfackeln und bam, Emily ist tot. Denn man erkennt ja wohl, dass das Emily ist. Irgendwie erkennen das manche nicht, aber ich habe das sofort erkannt, natürlich. Ich zeig's euch wo dran. Sie hat kurze schwarze Haare. Und das sieht man an der Kapuze. Die hat da nämlich so Fransen halt dran, ihr versteht? Exos. Ein Exosmeister wurde verhaftet, was weiß ich nicht. Die Bereiche sollen die ja selber lesen. Über die Beweise. Aber hier scheint wohl ein komischer Hausmeister Rache geschworen zu haben an der Washington-Familie. Das ist doch ein Beweis, von dem ich wusste, dass er hier ist. Jetzt können wir uns auch mal ein bisschen die Lodge von näher ansehen. Zum Beispiel da. Ha! Echt cool. Vater und Mutter von den beiden sieht man auf dem Bild dann auch noch. Wir nehmen gleich schon wieder eine halbe Stunde auf. Da geht einfach eine Tür zu. Was war das denn? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nämlich selber nicht. Pff, war hier eigentlich noch etwas? Ich meine, hier gab es dann mal auch irgendeinen Beweis, den ich verpasst habe. Ja, dass die Tür nie nicht aufgeht. Und ich glaube, weitergehen tut es dann erst im nächsten Part. Und dann sehen wir, ob wir die Tür aufkriegen und ob hier noch irgendwas Mysteriöses passiert. Hui! Oh, schön hell hier. Sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Welche Augenfarbe hast du, Chris? Kann man sie hier besser erkennen? Lass uns mal näher herangehen. Könnte das so ein bisschen grün sein? Ich meine, es ist grün. Okay, dann bis zum nächsten Part.